Grüß Gott, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der Speisinger News Show. Zu einem aktuellen medizinischen Thema. Im fußchirurgischen Spezialteam unter Oberarzt Dr. Peter Bock kommt seit einiger Zeit bei ausgewählten Operationen eine Schraube aus menschlichem Knochenmaterial zum Einsatz. Zuvor wurde diese Shark Screw in Speising ja auch schon bei Hand-OPs eingesetzt. Der Vorteil ist, dass die Schraube als körpereigen wahrgenommen wird. Eine Reoperation zur Entfernung des Implantats ist also nicht nötig. Shark Screw, warum heißt sie Shark Screw? Weil sie wie der Hai ganz kleine Verzahnungen hier hat. Und diese Verzahnungen greifen mit dem vorgebohrten Knochen ineinander, sodass diese beiden verbundenen Knochen nicht auseinanderreichen können. Diese Bilder entstanden während einer OP am Mittelfußknochen. Und hier sieht man, wie die Knochenschraube eingefügt wird. Pia Safania sprach mit Oberarzt Dr. Peter Bock über die Vorteile und die Einsatzgebiete. Herr Dr. Bock, wir haben gesehen, wie Sie im OP bei einer Patientin die neue Knochenschraube eingesetzt haben am Mittelfußknochen. Was kann diese Schraube? Warum wird diese häufiger jetzt verwendet? Wir verwenden die Knochenschraube bei ganz bestimmten Operationen am Fuß. Wir verwenden sie dort gerne, wo wir fürchten könnten, dass das Zusammenheilen des Knochens nicht so gut funktioniert. Bei Versteifungsoperationen oder auch bei Operationen, wo schon einmal eine Operation stattgefunden hat, wo der Knochen nicht gut zusammengeheilt ist. Und dort setzen wir sie auch gerne ein, weil da ein Knochentransplantat auch gleichzeitig eingebracht wird. Wir hatten auch von Ihrem Team gehört, dass es andere innovative Schraubenarten gibt, nämlich die Magnesium- und die Zuckerschrauben. Wie lassen sich diese einordnen jetzt versus Knochenschraube? Die Knochenschraube halte ich schon für stabiler. Die gibt es auch in verschiedenen Größen. Die Zuckerschrauben bzw. die Magnesiumschrauben sind nur für die Halluxoperationen gedacht, weil sie auch kürzer sind. Und die können wir zum Beispiel nicht bei Versteifungsoperationen einsetzen wie die Knochenschraube. Was die Knochenschraube betrifft, sind wir sicherlich Vorreiter unter den Krankenhäusern in Österreich. Wir versuchen natürlich auch die Knochenschraube bei schwierigen Fällen einzusetzen. Und da sind wir natürlich auch als Fuß-Spezialabteilung Vorreiter, was jetzt Spezialfälle und Spezialoperationen angeht.